Hola, guten Morgen. Heute geht's nach Berlin. Ich packe jetzt gleich meine Sachen. Ja, werde ein paar Sample-Teile, ein paar Musterteile einpacken, quasi als Vorlage oder Inspiration dann für ein paar der Pieces für die erste Kollektion. Dann versorge ich die Kids noch mit Frühstück, bevor mich dann die Familie auf dem Weg in die Schule am Flughafen hier im Norden rausschmeißt. Und dann geht's nach Madrid und dann zurück in die Heimat nach Berlin. Viel Spaß! Berlin, meine Perle. Nee, das ging irgendwie anders. Alright, bin, wie ihr seht, in Berlin angekommen. Ja, ich bin ganz schön aufgeregt. Geht endlich los. Gleichzeitig ist auch so die Angst vor dem Unbekannten. Ist komplettes Neuland, da ja, sozusagen mit einem Beginner-Mindset da nochmal ranzugehen. Die Fallhöhe ist ganz schön hoch. Jetzt arbeite ich letzten Monat so viel Energie und auch schon viel Geld reingesteckt, dass ich jetzt quasi so ein Point of No Return erreicht habe sozusagen. Ich glaube, das ist eine gute Mischung aus Aufregung, aus Angst und wenn es sich so anfühlt, ich glaube, dann bin ich aktuell auf meiner Reise am genau richtigen Punkt. Morgen plane ich nochmal nach Berlin reinzugehen. Ich habe den ganzen Tag eingeplant, will ein paar Stores besuchen, will mir ein paar Sachen anschauen, ein paar Stoffe, ein paar Schnitte, ein paar Brands auch, die ich vielleicht mitnehme dann als Sample. Übermorgen. Alright. Dann sehen wir uns morgen. Jo, ich war heute in Berlin. Ja, Wahnsinnsstadt. Krasser Kulturschock. Wie zu erwarten, geile Stores, geiles Essen. Da gibt's gar nichts. Das hat echt Spaß gemacht. Hab das eine oder andere Teil zu viel gekauft, glaube ich. Ja, und hab mich heute auch wieder öfters gefragt, was mache ich hier eigentlich? Was hat mich hier hingeführt? Rein rational, komplett irre. Emotional und genau richtig. Ich stress mich heute sehr wegen dem Termin morgen, wegen dem Kickoff. Hab mir heute nochmal die Kollektion angeschaut, ein paar Notizen gemacht, Gedanken gemacht, mich vorbereitet. Ich würde gern so viel machen, also gefühlt würde ich gern 20 Teile machen. Und allein schon aus Budgetgründen werden es wahrscheinlich am Ende nur, ich schätze mal so 5 bis 10, aber das werde ich alles morgen erfahren. Vor allem, da ich einen sehr hohen Anspruch an die Stoffqualität habe, um da zu schauen, ob das so ins Budget passt. Und da bin ich wirklich morgen gespannt und habe da so ein bisschen Schiss vor, dass ich mir hier so ein Luftschloss gebaut habe, das sich so nicht realisieren lässt. Gerade auch hinsichtlich dem Zeitplan, der glaube ich sehr, sehr raff sein wird, plus das Thema Budget. Also, ja, ich kenne das noch von früher, das magische Dreieck: Budget, Zeit, Qualität. Ja. Zwei darf man sich aussuchen. Und da ich an der Qualität auf keinen Fall sparen will, wird es Zeit und Budget. Aber gut, erfahre ich alles morgen. Von daher macht es natürlich rational gar keinen Sinn, dass ich mich jetzt so stress. Ja, morgen geht's zur Wunderproduktionsfirma. Ich werde das zusammen mit Good Garment Collective machen. Ich habe vor 2 Jahren, oder ich glaube mittlerweile sogar 3 Jahren, ja, so lange bin ich jetzt an dem Thema schon dran, habe ich einen Workshop bei denen gemacht. Thema Produktion, Stoffkunde, Materialkunde und war schon damals der absolute Rookie in der Runde. Also ein Gefühl finde ich 3 Jahre später gar nicht so viel weiter. Vielleicht aber auch doch. Good Garment Collective hat, wie der Name schon sagt, sich auf nachhaltige Mode spezialisiert. Und was für mich immer ganz wichtig ist, ist, dass ich da ein gutes Bauchgefühl hatte. Wir ticken sehr gleich, habe mich da gleich verstanden gefühlt. Ich glaube, ohne die wäre es gar nicht möglich, das zu machen, was ich gerade vorhab. Genau, aber die helfen mir im Grunde genommen bei der Detailkonzeption. Wir werden mich einmal ausmessen. Ich glaube, ich werde dann quasi das Referenzmodell für Größe M oder wahrscheinlich eher L, werde ich morgen erfahren. Wir werden ein paar Stoffe testen, auch gerade vor dem Hinblick, keine Chemiefasern,
zu benutzen. Also kein Poly, kein Polyester, keine Materialien tierischen Ursprungs. Und wie sich das vereinbaren lässt mit so ein paar Thematiken, die ich gerne umsetzen will. Ich werde auf jeden Fall berichten. Freue mich auf morgen. Versuche mich jetzt nicht mehr so sehr zu stressen. Gute Nacht. Jo, ich habe überlebt. War ja heute beim Kickoff, Very Good Garmin Collective. War cool, sehr ertragreich. Wir haben im Grunde genommen über den Plan gesprochen, der wurde mir heute vorgestellt, wie wir es quasi schaffen, Ende Juli zu launchen, beziehungsweise was für Showstopper da noch so kommen können. Und ein ganz großer Showstopper ist im Grunde genommen, dass wenn wir bis Ende Juli mit der Produktion nicht durch sind, dass sich der Launch dann nicht bis in Oktober verschiebt. Und um das zu verhindern, müssen wir in den nächsten Wochen Gas geben. Also vor allem die nächsten 2, 3, 4 Wochen sind da die Wochen der Wahrheit. Das muss schon alles passen. Wir haben heute uns alles im Detail angeschaut. Wir sind aber durch die Kollektion durchgegangen und so viel kann ich verraten. Es wird sehr minimalistisch. Thailand Streetwear könnte man es nennen. Ein eher lockerer Schritt. Lockerer Schnitt. Ist auch nichts extrem oversized oder irgendwie so ein boxy Look, sondern eher was man sich 24/7 anziehen kann. Wir haben mich einmal ausgemessen als Referenzmodel. Ich bin Größe L. Uns überlegt, welche Größen wir brauchen. Momentan sieht es so aus, dass wir nur 4 Größen tatsächlich machen. Haben uns Farben angeguckt, Knöpfe, Reißverschlüsse, Kordeln in allen möglichen Variationen. Und da auch wieder gesehen, ein Endgegner kann tatsächlich das Thema kein Polyester sein. Was auch ein großer, wenn nicht sogar der Showstopper werden kann, ist die Stoffe, die ich gerne hätte. Vor allem langfaserige oder so Pima-Baumwolle in der Kombination mit den Färbungen in so einer geringen Stückzahl, die ich zum Start haben werde, Textilproduzenten ja gar nicht produziert werden. Auf der einen Seite will ich schon mal einen Stoff, den es dann nicht so oft gibt, plus das Ganze noch in der Färbung, wie ich sie gerne hätte. Und dreimal nicht, also das wird, glaube ich, so mit einer Hauptherausforderung, das richtige Ressourcen bzw. die richtigen Stoffe ranzubekommen, auch ob man das so umsetzen kann. Ein spannender Aspekt kann sein, ob wir mit Naturfarben arbeiten, bedeutet also, dass wir sie gar nicht färben, sondern die Baumwolle so nehmen, wie sie ist. Die gibt es ja von Naturweiß bis zu einem beige-gelb-braunton. Sieht super, super geil aus. Es gibt sogar grüne Baumwolle, habe ich heute gelernt. Und überraschenderweise kam ja noch ein Thema dazu. Ja, aber das kann ich heute noch nicht so sprechen, weil es ist so ein, wie sagt man da, ja, schwebender Zustand. Ja, dann geht es einmal zurück auf los, aber ob das funktioniert, wie wir uns das vorstellen, erfahre ich tatsächlich wahrscheinlich erst in ungefähr 2 Monaten. Und wenn der Worst Case eintreten würde, dann reden wir eh von einem ganz anderen Zeitraum dann. Ansonsten kann ich sagen, also Good Garmin Collective sind absolute Profis. Die wissen, was sie machen. Und die haben auch meine Vision, meine Ideen direkt verstanden. Bei mir geht es vor allem um die Thematik Langlebigkeit. Also, dass ich die Sachen lang tragen kann, dass die auch idealerweise nach 100, 200 Wäschen noch annähernd so aussehen wie zum Kaufzeitpunkt, dass sich da nichts verzieht, keine Pilling, keine Knötchenbildung. Ansonsten, ja, werden die nächsten Wochen wirklich spannend. Ich bekomme jetzt die Stoffe, die Farben und auch ein paar Trims, ein paar Accessoires, Knöpfe und Co. zugeschickt. Muss dann relativ schnell entscheiden, weil in 4 Wochen bin ich dann wieder hier, um ein erstes Fitting zu machen. Also um zu schauen, wie denn der Schnitt sein soll von der Hose, von dem Shirt, von dem Hoodie, um das dann quasi an die Produktion schicken zu können, zusammen mit einem Spec-Sheet, um sicherzustellen, dass wir auch das kriegen, was wir dann in Auftrag gegeben haben. Ich halte euch auf dem Laufenden und das nächste Mal melde ich mich wahrscheinlich dann wieder von der Insel. Bis dann, ciao.